Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Wir haben mittlerweile das Ushigatana in einer Hand führend, denn letzte Folge wurde ordentlich viel gefarmt und auch einiges ausprobiert. Parryen kann ich zwar immer noch nicht, aber ist ja nicht so schlimm, oder? Warte mal, warum run-hitte ich den nicht? Ach ja, weil ich es in zwei Händen führe. Das war's. Und der Räderschild ist auch echt. Hä? Ja, der Räderschild ist auch echt praktisch, denn damit können wir gerade so gefühlt alles wegblocken. Ja. So, was ist denn geplant jetzt die Folge? Genau, wir wollen auf die Festung stürmen. Warte mal kurz. Ne. Ne, ne. Sehr schön. Wir wollen auf die Festung stürmen und zwar jetzt mal ein Stück weiter, als was wir vorher geschafft haben. Ich war auch am Überlegen, ob wir vielleicht versuchen, Havel zu machen. Ob wir das vielleicht mit dem Ushigatana jetzt hinbekommen, weiß ich nicht. So, der wird jetzt nochmal werfen. Und weg da. Ab dafür. Ach, verdammt nochmal. In die Seite. Und weg mit dir. Höhlenschild, ja, das brauche ich nicht. Ich habe ja eine Menge Fragen gestellt und viele habt ihr mir beantwortet. Das finde ich auch sehr schön. Kann man irgendwo Items verwerten oder verkaufen? Entschuldigung, bin auch erkältet. Also, wenn man zwischendurch einen Huster durchkommt, dann ist keine Absicht. Das ist Reflex. Reizhusten und so. So, geht direkt weiter. Es wäre ganz gut zu wissen. Aber erstmal ist. Warte mal, laufe ich gerade den falschen Weg? Ich laufe gerade den falschen Weg, ne? Ich will ja gar nicht zu Havel. Ich muss die Treppe hoch, die Treppe hoch, die. Hier über die Brücke muss ich. Nicht über die Brücke, mein unter der Brücke lang. So. Weg hier. So. Nochmal falsch. Jetzt sind wir hier richtig. Obala. Hier sind wir jetzt richtig. Wir müssen auf der Brücke, nicht auf der Brücke, unter der Brücke lang. Und dann hier diesen Dingenspfad lang. Mein Gott, wie heißt er denn? Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich hole mir mal eben kurz die Seelen hier. Moin, Jungs. Tschüss, Jungs. Dankeschön. Wunderbar. Ja, das da vorne müssen wir auch noch machen, den Schwanz. Ja, nice. Kommst du auch? Ja, kommst du oder kommst du nicht? Ich kann nicht schlagen. Nein! Ich habe es in etwa gerochen, dass sowas passieren würde. Hat nicht mal 5 Minuten gedauert. Mann. So was Doofes aber auch. Ja, dann nochmal. Nee, wir gehen jetzt nicht hier raus. Wir gehen jetzt direkt hoch. So. Also, wo ich lang müsste, ist in den, wie heißt der, Untotenbezirk? Bezirk der Untotenglas, glaube ich. Und dort geht es ja, wie heißt es denn noch? Geht es ja in die Stadt? Wahrscheinlich. Also Ziel ist die Kapelle. Oben die Glocke. Ach, geh weg, Mann. Da liegt sogar noch mein verlorenes Gut, das freut mich. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass die ganzen Seelen weg sind, aber kommst du ran? Ich kann dich nicht hauen, weil du da so blöd stehst. Mann! Runter mit dir! So. Nehmen wir das hier wieder mit. Einmal der Ratte! Oh. Vorsichtig. Geh mal wieder hier, ne? In die Richtung. Schön in die. Weiter, weiter, weiter. Los, Balken, beweg dich. Ist ja gut da oben.
Muss ich nicht so aufregen. Ach Mann. Ich bin so ein Vollidiot. Hä? Ja, da müssen wir halt schon eine Flask saufen, dann ist das halt so. Wie ging denn nochmal die starke Attacke? War das Shift oder Leertaste gedrückt halten oder so? Ich weiß, dass es eine starke Attacke gibt. Genau, das war sie. Aha. Ja, die kann ja auch du. Ja, shit. Nee, nee. So nicht du. Zweimal Armus-Schütze und hier war noch rechts einer, den muss man eben vorkommen. Ah, oh, toll. Das ist einer mit Speer. Die mit den Speeren sind immer so langsam. Ja, wenigstens kommt der flott. Komm. Och Mann. So, wunderbar. Komm. Hopp, 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 hopp. Ich hab's eilig. Oh, la, Entschuldigung. Oh. 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 So war das nicht geplant, aber es hat funktioniert. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Jetzt, du mal einmal kurz hier einen Gang runter. Ja, der braucht ein bisschen. Hasse? Nein? Haha, als ob. Oh, Moment mal, Jungs, der hat noch was. Den holen wir eben kurz. Eine Höhlensoldatenrüstung. Mhm. Mist, nicht passend gedrückt. Ja, aber wir haben dann noch gleich drei Estos. Mal jetzt noch den einen da weg, der gerade den Treppenpfad hochrennt. So. Gut, wo müssten wir jetzt nochmal lang? Hoppala. Entschuldigung. Ich glaube, hier unten war das irgendwo. Die splattern aber auch mal wieder, ne? Die splattern unglaublich viel. Ach ja, hier unten. Ach ja, stimmt. Da ist ja der Dude, der wegrennt. So, und jetzt kommt der da von um die Ecke. Leute. Ich kenne den Weg noch. Hallo? Ja, ja. Nein, nein. Warum ist denn das so eine enge Sicht hier gerade? Kommt ihr runter? Und du? Nein? Was los? Hast du dir die vor Angst in der Buchs gemacht? Da hat wieder einer die Glocke geläutet. Mensch, das wollen wir auch gern. Das ist der Plan. Entschuldigung. Die Glocke läuten. Vorsichtig. Ist unser Plan. Mein Gott. Ich wollte gleich nochmal einen Baum umnehmen hier. Ja, nach wie vor erkältet. Eieiei. War hier noch einer? Also da ging es weiter, das weiß ich. So, und hier müssten jetzt auch irgendwo diese komischen Ritter sein. Warte mal. Also einer war da. Aber ich glaube, du hattest mir geschrieben, Angel, ich kann hier auch vorbeilaufen erstmal. Oh, Moment.
Was? Aber hier ist doch direkt gleich auch einer. Oder vertue ich mich? Ich höre doch einen. Na, lass mich mal vorbei. Oh, jei, jei. Immer mit der. Ach, da sind zwei hier. Aber das ist so ein kleinerer von denen. Ich meine, unten war ja so ein richtig fetter von denen. Der sich selbst in den Tod gestürzt hat. Ei, ei, ei. So. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viele Seelen. Okay. Wie viele Seelen der gibt, aber ich denke, den anderen sollten wir auch fertig kriegen. Dann gehen wir doch mal und machen den auch. So, war der hier? Nein. So, wie war das jetzt nochmal mit dem Gehen? Steuerung, Alt, Alt war Gehen. Alles klar. Mit Gehen sollte man ja langsam an die dran kommen. Ich glaube, das Gehen war die Art zu schleichen. Oh, hier hat's einen zerpflückt. So, den da. Langsam. Jetzt zieh weg, Junge! Und ein Balderhelm. Was auch immer ein Balderhelm ist. Gucken wir mal nach. So, Ausrüstung. Nee, Ausrüstung. Einmal Kopf. Da habe ich die Diebesmaske. Die Diebesmaske. Die hat einen besseren Magieschaden, aber nicht so einen guten physischen Schaden. Schutz wie der Höhlenkrieger. Höhlensoldaten. Ach, guck mal, Höhlenkrieger und Höhlensoldatenhelm. Aha. Und was ist mit dem Ball? Ui! Der ist ja viel besser. Guck mal, 9, 8, 5, 6. Und der hat 14, 6, 8, 6. Und nehmen wir den. Moment. Es gibt ja immer so ein. So, Robustheit, Balance, Blutresistenz, Stoß. Ja, hier müsste man sich reinlesen. Oder man nimmt das, was man meint, was richtig ist. Ich mache Zweiteres erstmal. Aber die Dudes, wenn die so krasses Equipment droppen, also hier richtige Harnisch-Zeugs, dann wird es sich ja lohnen, die zu farmen, oder? Damit man hier die Rüstung komplettiert. So, muss ich jetzt hier links oder? Geradeaus. Das ist jetzt die Frage. Ich gehe mal hier eben auf den Hof. Gucken wir mal. Oh. Ja, komm ran. Na. Na, upsala. Langsam, langsam, immer mit der Ruhe. Na, what the? Oi. Entspann dich. Ja. Vorhin, die waren auf einmal deutlich leichter als er hier jetzt. Ne. So nicht. Ne. Also der hat gestartet wie ein Boss und hat dann, also wie so ein richtiger, ne? So richtig ordentlich und danach stark nachgelassen. So. Jetzt will ich mal kurz. Easy. Kellerschlüssel. Ah ja, aber hier müsste ich doch. Wie kann ich das denn? Ah, Hebel ziehen. Türchen? Nice. Das gefällt mir. So, aber ist man denn richtig, wenn man direkt den Haupteingang nimmt? Oder ist noch so ein zweiter Dude? Komm ran. Komm. Ich höre da doch einen. Bin doch nicht blöd.
Nee, nee. Das riecht nicht nur nach Hinterhalt, das stinkt sogar schon nach Hinterhalt. Da gehen wir nicht rein. Gucken wir mal hier vorne. Hoppala. Laufen wir mal hier längs. Schießen wir den Ball. Ab ins Tor. Ballverlust auf der Zielgeraden. So. Wow. Entspann dich. Wir gehen mal hier um die Ecke, ja? Jungs, immer mit der Ruhe. Wir müssen hier um die Ecke. So, nächster. Komm. Komm. Ja, das glaubst du ja wohl selber nicht. Als ob. Nee, 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 nee. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. So haben wir nicht gewettet. Muss ich hier lang? Pass auf, Schmied. Schmied? Wow. Jo, das hört sich noch am Schmied an. Gelobt sei die Sonne, okay. Hier. Enges Gebiet. Wie kommt ihr auf enges Gebiet? Das heiß ersehnte Leuchtfeuer. Mm. Zucker. Ah ja, und ich habe was vergessen. Das hast du mir gesagt, Angel. Ich kann hier alle Wanser, hier großen Seelen und so, das kann ich alles benutzen. Aber warte mal, bevor wir jetzt irgendwas benutzen, gehe ich mal einmal runter hier zum Hammerschwinger. Vielleicht kann ich ja doch was mit so einer Seele machen. Reden. Ja. Ausrüstung umwandeln, verstärken, verstärken. Erstmal reparieren. So, jetzt muss ich aber... Genau, Finger weg von der Maus. Damit kannst du nur Leute töten. Das machen wir nicht nochmal. Nur 200 Seelen. Ja, brauchen wir. So, Ushigatana für 60. Ja, die Armbrust machen wir auch mal. Hier den Schild auch mal. So, was können wir denn hier? Rüstung, sehr gut. Diebesmaske. Das da, alles reparieren. Das war schon so im Arsch, das musste mal dringend repariert werden. So, kann ich auch was verkaufen? Geste erlernen? Hurra! 1. Du hast eine Geste erlernt. Gegenstand kaufen. Rüstung verstärken. Waffe verstärken? Nee, wir wollen... Wo ist es denn? Das benötigt Seelen und eine kleine Scherbe. Ja, machen wir doch. Und wieder eine kleine Scherbe. Ja, die habe ich. Ja, rein damit. Jetzt brauche ich wieder kleine Scherben. Habe ich nicht. So, zurück. Rüstung verstärken. Was braucht man dafür? Auch kleine Scherben. Alles klar. Was verkauft er? Kleine Scherben. Warte mal. Verstärken von Waffen am Leuchtfeuer. Was kostet das? 2000. Inmitten des Waldes. Guck mal, hier sind eine ganze Menge Sachen. Reparaturkisten. Damit kann ich Sachen am Leuchtfeuer reparieren. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht auf lang. Oder kurz. Was haben wir hier noch? Breitschwert, Langschwert, Bastardschwert, Streitaxt, Spaltaxt, Zestus, Stachel, Drachenschild. Und Fernkampf? Hat er jetzt zufällig einen Bogen? Ne, der hat aber Bolzen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich habe zwar noch keinen Bogen, aber das ist gut, dass wir hier solche Sachen kaufen können. Ich würde aber erstmal sagen, wir kaufen Scherben. 800 Seelen. Ja, nehmen wir erstmal 2. Und jetzt verbessern wir nochmal. Waffe verstärken. Das Ushigatana. Auf plus 3. Sehr gut. Und wie viel kostet es jetzt? Immer noch kleine Scherben. Ja, dann noch mal gucken, ob wir nochmal verbessern können. 2. Waffe verstärken. Ritterschild? Nein. Nein, auch nicht leichte Armbrust. Alter, die geht auf 85 hoch. Ja, aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen Ushigatana.
Nice, Ushiga Turner plus 4. Krass. Ich bin schon ein paar Mal getötet worden. So, gehe ich jetzt hier unten hin? Gehen wir mal hier unten hin. Ich habe 2 Estus Flask. Ich habe zwar das Leuchtfeuer entzündet, aber ich würde mal eben kurz mal rasten. Dann können wir den da unten mal probieren. So. Bodenlose Kiste. Weiter entfachen. Kein Entfachen als Hülle, Aushüllung umkehren. Menschlichkeit darbieten, um Aushüllung umzukehren. Ja. Und jetzt? Was passiert? Menschliche... Oh, ich bin Mensch! Und entfachen? Keine Menschlichkeit. Warte mal. Ich habe doch sicher ein Item, womit ich Menschlichkeit mehr machen kann, oder? Ja, ja, das machen wir auch noch. Ja, einmal bitte. So, ein Menschlichkeit. Was passiert, wenn wir das entfachen? Da bin ich mal gespannt. Zehn habe ich jetzt. Also damit lohnt es sich jetzt nicht... Lohnt es sich damit zum Boss zu gehen oder erstmal nach oben? Komm, wir gehen erstmal nach oben. Da sind ja auch noch diese Höhlensoldaten. Nee, die... Wie heißen sie? Diese anderen Boys. Wenn wir eben kurz schauen, die Diebesmaske... Ich denke, ich nehme die Diebesmaske wieder, solange wir nicht das komplette Set haben. Dann gehen wir jetzt erstmal hier nach oben und klatschen ihr Viecher weg. Viechers! Wo sind die Gegner? Komm ran hier! Oder gehen wir da oben hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob ich schon stark genug bin oder nicht. So, jetzt machen wir mal schnell den Dude hier weg. Ah, Mann, ey! Junge, das macht so, das scheppert so rein, nur. Heieieiei. Die werden richtig weggeschallert. So. Oh, ich kann auf den... Oha. Mal gucken. Oha! War eine kleine Scherbe. Das hat sich schon gelohnt. Das hat sich schon richtig gelohnt. Piekst du einmal zu, bitte? Komm, ich weiß, dass du möchtest. Ja, dann nicht. Dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Das Angebot stand. Aber wenn du nicht möchtest, dann... Und du? Auch nicht. Na dann. Vertan, vertan, sprach der Hahn. Aber holy moly, dass man seine Waffen verstärken kann, das macht ja, ist ja ein Ultra-Game-Changer. So, du kriegst jetzt nächstes Jahr in den Rücken. Oder kann ich dich jetzt abstechen von hinten? Ist der One-Hit? Yo, der ist One-Hit. Krass. Oha. Was ist denn los? Ach, hier geht's auch lang. Wo geht's hier denn hin? Kommt ihr hoch? Ja. Obala. Runterklettern kann ich auch. Genau. Also hier müsste ich ja noch nicht... Doch, hier war ich schon. Das ist der normale Weg nach oben. Hä? So, hier geht's dann durch. Und dann anstelle da... Ach ja, stimmt. Ach, ich bin ein Volldepp. Okay, gehen wir mal zum Tor. Da in der Kirche, in der Kapelle, sag ich mal, da ist ja auch nochmal, sind ja auch nochmal so 2 Fettsäcke.
Hier mit dem Spitzschild. Die können wir ja dann auch noch machen. So, aber erstmal gehen wir zu dem hier unten. Leise. Nee, 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 nee. Shit. Okay. Nein. Boys. Komm ran hier. Komm schon. Hallo, hier unten. Okay. Komm runter hier. Na, daneben nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich die vielleicht hier unten einfach in Ruhe lassen sollte. Komm. Weg mit dir. Ich glaube, ich lasse die unten einfach immer in Ruhe. War eigentlich normalerweise sonst auch einer. Naja, da ist drum. So, jetzt kann uns nichts in den Rücken fallen. Jetzt können wir da oben hoch und die Typen aus der Kapelle rauslocken, ne? So, eins war ja. Eins. Hä? Wie emote ich? Ups, Entschuldigung. So, ich weiß das. Ich bin nicht doof. Ich weiß, dass du da stehst. Komm raus ins Sonnenlicht. Du kannst nur ein bisschen Licht vertragen. So blass wie du bist. What? Ne, ne, ne. Ja, ja. Gut. Gut, 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 gut. Mal kurz schauen, gibt's hier noch einen? Nein. Ich glaube, da hinten ist ein Dicker. Ich denke es. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kommst du jetzt eben hier runter? Ich will ein bisschen mehr Platz haben. Komm raus. Komm, ins Licht. Ich weiß, Kellerkinder gehen nicht so gerne nach draußen, aber jetzt muss auch mal hier. Komm. Schon wieder hat einer geläutet. So, ich weiß nicht, ob wir den hinbekommen oder ob der stärker ist oder was mit dem ist. Aber gucken wir mal. Keiner mehr hier? Hey! Was war das denn? Da ballert mich einer von oben ab. Frechheit. Okay, da kann ich nicht hinlaufen. Da werde ich von oben weggeballert. Da müssen wir, glaube ich, vielleicht die Hintertür? Da hinten lang? Komm, wir laufen nochmal. Wir haben ja erst eine Estus Flask verbraucht und schon eine ganze Menge aufgeräumt. Was liegt da? Das leuchtete so orange. Rufsymbol berühren. Das ist ein Nackter mit dem Schwert. Der hat das gleiche Schwert und den gleichen Dingens wie wir, Schild. So, wo kommen wir hier rein? Ah, zum Dicken. Junge, der hat eine Tür. Ich weiß gar nicht, ob wir den blocken können.
Also er ist langsam, das ist schon mal ein ziemlicher Nachteil für ihn. Gut ist, dass wir ihn blocken können. Wie es scheint. Ja klar, das ist ja wohl nicht dein Ernst so. Kleine Scherbe. Hat er viel gegeben, oder? Kommt er da immer hin? Also er war jetzt leicht. Ich habe mich auf die Seelen geachtet, die ich bekommen habe. Oh, der eine fällt gleich runter. Halt ihn fest! Nicht, dass er runterfällt! Der arme Mann! Oder was auch immer er ist. So, hier hinten liegt einer Feuerhüterseele. Die soll ich nicht wegmachen, das hast du mir gesagt. Stimmt. Also die darf ich nicht verkaufen, das war's. Ja, oder benutzen. So, und da oben? Der hat wahrscheinlich gerade geballert. Geheimfahrt? Und wie? Komme ich jetzt nach oben? Hä? Muss ich darüber? Oh oh. Oh oh. Eigentlich wollte ich auch Feierabend machen. Wo bin ich denn hier? Fireborn-Schrein. Okay, noch eine Seele. Und hier? Bin ich nicht unten jetzt gerade in den Ruinen? Da ist irgendein Mensch. Und das hier ist... Gestenmenü. G. Ah ja. Ich denke, hier ist ein guter Punkt. Ich höre den Raben. Das heißt, hier gibt es jetzt einen Aufzug, den wir benutzen können. Ja, ist ein guter Punkt. Hier machen wir einmal Feierabend. Und dann geht's nächste Folge hier weiter. Na? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.